Okay, weiter. Mal weiter, immer weiter, immer weiter, weiter. So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurde? Ja. Vertraut ihr mir? Nein. Ich möchte es. Nein, möchtest du nicht? Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Skipper? Ratma, den ersten Totenbeschwörer. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Ratma suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr? Versucht zu zaubern, wir können das wagen. Bin auch schon über. Ja, was Neues. Kann mich nicht bewegen. Aber pass auf. Schon wieder einen Ort verpasst. Hm. Ah. Den wollte ich nicht an mich heranziehen. Boah. Macht unsere Begleiterin eigentlich irgendwas? Sehe ich gar nicht. Da ist immer noch einer. Alter, warum kommt denn immer? Ja. Ich dachte mal, wir sind im Fecht, da kommen wir mal ein neuer. Ja, hab ich auch wieder.
Wo sind wir hier bloß? Waffenständer. Oh. Ich habe schon lange nicht mehr Goldenes gesehen. Nee. Mal. Yay. Na, ich bin mir ziemlich sicher, wir erreichen heute Level 25. Wir haben noch ein bisschen über 2 Stunden. Ja. Solange wir einfach weiter kloppen, wäre das schon mal. Das war schon wesentlich weniger. Ich meine, beim ersten haben wir halt 18 Level geschafft. Ne? Ja, ist ja klar, ne? Ja, je höher man ist, desto schwieriger wird das auf Leveln. Standard. Ja, wie schnell die sind. Ich glaube, du hast ein paar mehr Erfolge als ich freigeschaltet. Weil du schon irgendwie ein bisschen, weil du ein Level weiter bist. Oh. Du levelst ja irgendwie schneller auf als ich. Nein. Ich will nicht wegrennen. Ich will noch ein bisschen kämpfen. Oh, der stark. Geblieben. Nein. Nein. Die wollen mich immer zum Wegrennen. Na, oh, hör doch mal auf damit. Ja, jetzt sind wir ein bisschen im Kreis gelaufen. Was noch aktuell? Okay. Ist dein Skillpunkt aus? Ja, warte, Moment, ich komme sofort. Hm. Nur ein Punkt, dann können wir wieder neue Klamotten einsetzen, neue Fähigkeiten lernen, meine ich. Ja, das sind unsere ultimativen, sehe ich gerade. Ja. Anrufung der Urahn. Ich habe Armee der Untoten. Da kannst du schon eine auswählen? Nein, nein, noch nicht. Ja, ich habe wieder 3 Auswahlmöglichkeiten da. Ja.
Ich weiß noch nicht, was. Verrücktes Leben, das geht ja mal gar nicht. Damit weg damit und Shop. So, warte mal hier. Wieder versperrt. Weiß Lilith, dass wir kommen? Meine Feuerkugel, die habe ich mal kaputt gemacht. So, mach doch mal kaputt. Pass auf, die ist explosiv. Ausgebildet. Sie ist ein gutes Kind. Stark. Sie wird zurechtkommen. Sie. Ihr habt eine weise Wahl getroffen, mein Kind. Um zu Ratma zu gelangen, müssen wir den See am Fuße dieser Ruinen überqueren. Das erfordert ein Ritual. Ich bringe es euch bei. Das Ritual erwartet ein Opfer. Zwinker, Zwinker. Was machen wir nun? Was machen wir nur mit dieser Information? Ja. Was habt ihr diesmal gesehen? Was werden wir opfern? Eine Ziege? Lilith hat vor, eurer Mutter ein Ritual beizubringen. Eines, das Blut erfordert. Eure Mutter wirkte empfänglich. Wir müssen zu ihnen. Ich verstehe dich kaum. Was soll ich dagegen machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite da los ist. Ich habe mal so eine Funkstörung. Ja, ich fahre gerade durch den Tunnel. Hier noch vorbei, ja. Fort. Busch. Ah! Thank you.
Na, was sind hier unten noch? Hm. Ha. Ich war auf der Karte. Ah, daneben. Und Succubus. Nein, oder ist er Elite? Natürlich ganz hart auf die draufprügeln. Ein Dämonenherz wieder eingesammelt. Ich stehe jetzt einfach so durch die Dinger durchzudüsen. Das funktioniert ja anscheinend, oder? Mhm. Dich platt. Wir sind manchmal so viele Gegner. Ich sehe dich manchmal gar nicht in der Unordnung, gar nicht. Ich meistens auch nicht, Daniel. Du bist ja immer mittendrin. Ich bin der gut aussehende. Trifft hier auf jeden in diesem Spiel zu. Nein. Was? Unhöflich. Ja.
Keine Skelette kloppen. Ach nee, die ist da oben. Ich habe schon gewundert, was kloppen die sich denn da oben? Sind doch beide hier unten. Mal her. Weiß ich nicht, auf dem Boden. Ach. Na, nein, du. Also schon wieder angerannt. Warte, ah! Ich hab mich angezogen. Ich oder was? Ja. Der hat einen Anker auf mich geworfen oder so. Explodierende Viecher, Leute, die einen an einen heranziehen, was hier noch alles. Nein, da will ich nicht. Ich glaube, ich wollte ja noch nerviges, alles irgendwann kommt. Ja, wer weiß das schon. Kann alles Mögliche noch kommen. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Ah, oh, komm her, du Stück. Wo fährst du hier hin? Ja, ist gut, ich kann die in eine Pfütze da reinziehen. Oh, eine abgenutzte Sense. Ist hier besser als deine jetzige. Oder was auch immer du hast. Ja. Die Frage, ne? Hm. Mal gucken, was ich hier noch für Fähigkeiten lerne. Dafür müsste ich mein Buch ablegen. Das ist das Problem. Hm. Hat irgendein Effekt oder was? Nee, das ist eine doppelhändige Sense. Hm. Ich habe ja in der einen Hand habe ich einen Stab und in der anderen habe ich einen So, nehmen wir das hier. Jetzt habe ich Dornen. Kann ich da irgendwo nachgucken? Ich würde schon gerne wissen, wie viele Dornen ich habe. So. Oh nein. Ich sollte vielleicht nicht mal die ersten Gegner, die ich sehe, an mich heranziehen. Das macht so einen Spaß. Mich irgendwie an so Viecher von Dead Space hier. Ja. Ich hab's auch irgendwie so Babys, die irgendwie explodiert sind. Es scheint die gleiche Art von Magie zu sein wie vorhin. Okay. Dämonen nähen. Was? Den Mond nahen, auch so. Dämonen nähen. Ja, die machen das auch. Thank you.
Lass dich nicht stören, Kleine, wir machen das schon. Ich spüren kann schon werden. Ja. Viele Gegner können da schon kommen. Gegner sind alle gestorben, nachdem die Tür aufgegangen ist. Und schon lange Dungeon hier. Ja. Ich meine, die Hauptstory, ne? Ja. Also schon wieder hier. Hi, Kazumurayo. Jin Kazuma wins. Kazuma. Hi, Kazumurayo. Yes, I'm Kazuma. Ah. Hey. Da. Ich bin noch nicht bereit. Da kommt schon wieder so welche. Ich muss warten. Ach, das ist schon wieder das hier. Nein, nein, ich will da nicht hinschauen. Da waren wir doch schon. Ja, wir haben Fortschritt gemacht. Wir sind jetzt schon wieder hier. Und wieder zurück. Ja, die Karte sagt, ob wir sollen da hingehen, aber ich mache ein bisschen verwirrt, um das zu tun. Eine Richtung, wir müssen wieder zurück. Hey, hey. Da guckst du ja hingegen schon. Ja, ich lege gerade Sachen ab. Na, ich auch. Folge einfach der Spur von Klamotten, die ich hinterlasse. Hm, wen gehören denn diese Unterhosen? Ich glaube, ich muss mal dran lecken. Dann weiß ich genau, wem die gehören. Ich beiß einfach mal rein. Ich folge dem Beispiel von Clive. Ja. Das ist wohl ein degenerativer, der Kerl. Ey. Wir haben den voll zu einem Degenerativen gemacht, ey. Das ist voll der Badass-Action-Held und jetzt frisst er alles, was er sieht, er tut aus Drawn Together. Warum ist deine erste Reaktion auf etwas, wenn es nicht funktioniert, als zu essen? Ein Priester. Da ist sie. Schwarzer See. War das so jetzt sozusagen, Mädchen? Hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf! Sieh nur, was Lilith dir angetan hat.
Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Mein kleines Vögelchen. Sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht einmal in Worten. Wir stehen einfach so daneben, so, okay. Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Und ich leck dort vom Boden. Meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut vollenden. Ihr müsst das aufhalten. Ich glaube, die ist böse. Nein, sie ist immun gegen meinen Schwengel. Wow, die immun gegen deinen Schwengel ist, was? Ja, ich weiß, ne? Überraschend. Es gibt keine Frau, die deinem Schwengel widerstehen kann. Na, was ist das? Na. Ich will absolut, was dir gehört. Na, da kommen immer mehr. Das ist irgendwie das Thema von diesem Spiel, Daniel. Na. Es kommt immer mehr. Was fliegt denn da durch die Gegend? Oh Gott. Ich falle einfach nur noch. Ich weiß gar nicht mehr, was hier los ist. Na, ich glaube, wir müssen die erledigen. Diese, oh Gott. Die mit diesen Strahlen verbunden sind. Ja, ich nehme ja auch ganz schön viel Schaden. Gott. War Trank. Aufgerüstet. Kann ich inzwischen den Trank aufgerüstet? Ja. Okay. Ich werde sie sowas von umbringen. Mach schon mal den Eintopf bereit, Daniel. Ah, das ist der Tree von Clifford. Aber das hat sie noch mehr von diesen Viechern. Ja. Ich sehe nichts, es ist dunkel. Nein, du musst aufs Licht zugehen. Klar, Allah. Ich bin noch nicht bereit. Nein, ich kann ihn nicht mich heranziehen. Ich weiß, weil die Kleinen hier weg. Ich muss warten. Kommen denn hier noch? Ich
mal. Hey, die Fresse. Oh, wer hat das gehabt? Sie ist echt tot. Das tut mir leid. Ich habe Hunger. Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Schon. Ich versuche es. Wirklich. Wird die uns jetzt angreifen? Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist. Solche Gebete funktionieren gegen die nicht. Verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Ein besonderes Questgebet, Daniel. Warum? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach. Na gut, bleib du hier in diesem dämoneninfizierten Dungeon. Aber wir gehen nach Hause. Unsere Schicht ist vorbei. So. Mutters Messer. Ja, das kann ich nicht gebrauchen. Was hat er auch bekommen? Sieht irgendwie so, sieht irgendwie aus wie so eine einzigartiges Ding. Ich werde bekommen. Ich habe ein Messer bekommen, das ich nicht benutzen kann. Mutters Messer, seltener Dolch, steht sogar. Was steht bei jedem goldenen, oder? Ja. Bei jedem Gang. Keine Ahnung. Ich sowieso nicht platzen. Warte mal, müssen wir raus überhaupt? Ja, ne. Müssen so der Prada wieder zurück, ne? Ja. Ah, das ist rufen wir die Sterne an. An der weil das kurz. Ja, mach mein Telefonanruf mit den Sternen. Die du, die du. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. So, Zeugs wieder auseinandernehmen. Das hätte ich gerne. Und das hätte ich gerne. Und der Rest wird in Asche verwandelt. Ah, okay, ich kann alles reparieren. Gut, was habt ihr noch? Ja, ich habe alles repariert. Und wie viel hat das so gekostet? Also ich kann die Sachen auch reparieren, die ich ausgerüstet habe und alle in meinem Inventar. Ich habe einfach alle im Inventar gemacht, 500 Gold irgendwas. Hm. Ich dachte, das wird komplizierter irgendwie, dass ich die mehr Materialien dafür sammeln muss. Etwas für die Kälte und Dunkelheit. Naja, konnte mein Elder Scrolls ja auch machen. Ja, aber das hier ist nicht Elder Scrolls Handel. Doch, ich bin der Dovahkiin. Den gibt's doch gar nicht in Elder Scrolls für Analphabet. Ich weiß nicht in Elder Scrolls Online. Doch. Das ist Skyrim, du.
Ich mal kurz zum Juwelier und nehme die Edelsteine da raus. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Du mal mehr Edelsteine herstellen. Okay. Ich mal alle meine Edelsteine entfernen. Mal ab, bis wir im Endgame sind. Das kann ich die ganze Zeit hier Edelsteine hin und her wechseln, aber ich keinen Bock drauf. Klingt voll nervig. Oder ich mache mir eine Kette aus denen, keine Ahnung. Ich brauche mehr Zeit. Häute und Stahl. Ich nehm's. Und jetzt ist mein Inventar wieder leer. Sichere Reise. Yay. Kann ich wieder mehr einsammeln, dass ich verkaufen kann. Und dann kann ich mein Geld ausgeben. Jetzt nur bist du für was? Und mach mal als nächstes. Gehen wir zu der einen Olle erstmal, ne? Ja. Okay, fertig. Okay. Was wolltest du noch mal auf Level 25 machen? Das ist so eine persönliche Klassenquest. Da kann ich den Golem freischalten. Puh, ja. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Sorg dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Josef. Hat nicht ein I eigentlich? Aber sie ist in Korvala. Sucht euren Segen dort. War ja klar, die ist nicht da. Oh. Wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und Inarius ist scheiße. Kommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Also haut er ab und lässt uns hier allein. Cool. Das sind aber zwei Missionen von Akt 1. Was haben wir noch hier so zu erledigen? Alles. Das kann ich hier nicht tun. So, mit den Pferden, das dauert noch ein bisschen. Schon. So, haben wir irgendeine Quest in der Nähe? Irgendwo ist ja eine gewesen. Ja, zum Annehmen, ne? Ja. Auf Albtraum werden die Albtraum Dungeons entsiegelt. Oh, was bedeutet das? Ich nehme an, Dungeons Albtraum, die sind wahrscheinlich schwer. Die sind bestimmt besondere Dungeons nehme ich mal an. Dungeons. Ah, gut, ihr seht fähig aus. Ich könnte zwei zusätzliche Hände gebrauchen, um den Dämon auszutreiben, der in den Sohn dieses Mannes gefahren ist. Wir treffen uns dort im Keller. Und ich habe aber drei Hände. Ein Wunder zu bezeugen. Und jetzt Glätter auch.
Na, mach mal das mal. Die dritte Hand ist an der Stirn. Machen wir jetzt einen Exorzismus. Ich hol meinen Schwengel. Na, das ist mein Schwengel. Ein deutliches Zeichen dämonischer Präsenz. Oder hier zieht's einfach. Was verlangt ihr von mir? Nehmt meinen Kelch und platziert ihn vor dem Jungen. Ich muss in meinem Gebetsbuch nach den richtigen Passagen. Mit dem reden, okay. Habe ich in den Kelch pinkeln? Da liegt doch schon einer. Ich frage mich, was passieren wird. Vielleicht kommen einige Gegner, die wir erledigen müssen oder so, ne? Ja. Verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Aber es könnte wirklich alles passieren, ja? Oh, dem Licht sei Dank. Oh, da ist ein Satanistenzirkel um das Kind herum. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut. Nicht besessen, der hat einfach nur Bauchschmerzen. Lass das Licht die Dunkelheit. Guck, der hat normale Zeichen von Bauchschmerzen, der Bauch leuchtet. Ja. Ich stimme jetzt ganz eindeutig ein bisschen heiser. Das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in diesem Kind. So was habe ich auch schon gehabt. Vater, diesen Dämon aus. So musst du dir Corona vorstellen, Daniel. Oh mein Gott. Wenn ich seine Seele zuerst esse. Dieses Kind mit eurer Gnade. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu. Wie macht Jesu Christi befehlt ihr? Oh Gott! Ah! Hab ich gehauen. Okay, der hält ja gar nichts aus. Ach, töten müssen wir ihn. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Passiert. Er hat Autsch gemacht, er hat sehr viel Autsch gemacht. Ja, er ist fast tot gewesen, ey. Sag etwas. Ich will was Süßes. Vater? Wo bin ich? In deinem Bett. Mein Junge. Oh, Vater. Dir geht es gut. Ich danke euch, Schwester. Jetzt stirbt ihr nur noch an der Pest. Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe, oder Peter? Das war ein ganz normaler Tag für die. Ein bisschen Exorzismus. Selbstverständlich. Geben wir ihn einen Moment. Sprecht draußen mit mir. Na gut. Diese Killer sind so unspektakulär. Schön einfach ein großes Monster auf uns. Das war interessant. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. In Kyovaschat gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. Ich habe keine Zeit, ich muss Lilith besiegen. Ja, Level 24. Ich nicht. Gleich, Daniel, gleich. Na gut. Wo müssen wir denn da hin? Das ist weit weg. Wo müssen wir da hin? Das ist auch weit weg. Ja, dann gehen wir da oben hin. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rauf, rauf, immer rauf. Was? Was war das denn? Weiß ich nicht.
kannst mich nicht mal die volle Pracht meiner Skellymänner sehen. Siehst nur ihre Schatten. Ja. Bei dir waren die zu lange in der Sonne, da haben die an Farbe verloren. Ja. Guck mal, das ist noch eine Quest. Was macht der hier? Seht ihr ihn auch? Den Geist von Korik, meinem Sohn. Als er ein Junge war, brachte man ihn zum Schwanz. Ich glaub, der hat zu viel getrunken. Jetzt verfolgt er mich stets. Er ruft mir zu. Fleht, dass ich... Ich weiß nicht, wie viel ich... Der Sohn ist gar nicht tot. Ich bin Sahne. Vater, ich bin überhaupt nicht tot. Oder der ist tot, das ist der Plot-Twist, Daniel. Der ist gar kein... Er redet nicht mit Geistern, sondern die Lebenden reden mit ihm, weil er ein Geist ist. Wie bei, wie heißt das, The Sixth Sense. Ja. Ich sehe tote Menschen. Der Typ sieht aus wie ein Barbar, ey. Fucking, ja, der ist riesig, der Kerl. Halt die Klappe, du Besoffener, ey. Nein, komm auf mein Gesicht. Was? Ah, ich sehe rote Skelly-Männer. Zorniges Phantom. Da sind Gegner, oh. Ja, aua! Ich hätte jemanden mit Blitzen geschubst. Boah. Na, jetzt bin ich hochgelevelt. Müssen wir hier machen. Sammelt Geister Anima von Untoten. Können wir machen. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit. Ich muss warten. Ich dachte, wir verlieren immer eine Rüstung, wenn wir die einfach nur benutzen, nicht wenn wir sterben. Also wenn wir praktisch halt angegriffen werden, verliert immer mehr an Haltbarkeit. Das kann nicht der Fall zu sein. Nehme ich auch an, ich hasse, ne? Ich hasse sowas, nämlich. Ich nehme an, das ist auch der Fall, oder? Da steht nur, weiß ich nicht. Ich habe nur alles auf 100. Also, ja, ich anscheinend. Ich habe nur verstanden, das ist nur, wenn man stirbt, verliert die Anhaltbarkeit 10%. Okay, ich habe noch alles auf 100, also nehme ich mal nicht an, ne? Oder das dauert halt sehr lange, weiß ich nicht. Also, ich verstehe dazu, dass das nur passiert, wenn man stirbt, was okay ist. Na hey, warte mal, wir können doch jetzt ultimative Fähigkeiten freischalten. Ich will gleich mal gucken. Oh. Was haben wir denn hier? Die habe ich nicht sogar im Kampf unterstützt. Kann Urahn rufen. Eiserner Marsch, oh, ich finde ja dreimal und kennt dann jeden. Ja.
und zum nächsten sind wir fertig. Da sind schon wieder so Sachen, die würde ich am liebsten alle ausprobieren. Ja, ja. Hm. Mal wissen, was das ist. Ich habe jetzt die Armee der Toten ausgerufen. Der ruft irgendwie, ruft die vergrabenen Toten herbei. Die nächsten 7 Sekunden erscheinen unberechenbare Skelette und explodieren in der Nähe von Gegnern. Ja, und ich kann Uhr anrufen. Na, wie das aussieht. Urahnen. Oh, jetzt habe ich auch Geister. Ja, wer ist er denn? Er ist ein Bär. Oh, das sind Dings. Ich bin noch nicht mehr. Er war ein Spieler. Irgendwie können sich verwandeln. Ja, ja, genau. Okay. Quest abgeschlossen. Exorzistentruhe. Ich noch nicht irgendwie. Okay. Ich habe noch nicht alle. Ich habe noch nicht ganz voll da an der Anzahl leider. Hm. Ah, noch mehr Gegner töten. Ja, bin dabei sofort. Ich muss mal eben mal auswechseln. Jetzt mal meine Uhr ansehen. Oh, oh. Geil. Ich will mal alle ausprobieren. Ich muss die Fähigkeit halt nur resetten. Hm. Das ist auch eine lange Cooldown-Zeit. Ja, ja. Ja, ist halt eine Ultimate, ne? Ja. So. Bloß nicht gedrückt. Gedrückt halten. Danke. Ich probiere die mal alle aus. Sieht man in den Fortschritt. Boah. Ich bin noch nicht da. Alter. Ah. Ja, angefangen gerade gesehen. Ja. Ich rufe praktisch Kamikaze Skelette oder Geister. Ja, ja. Oh, hier ist wieder ein Ereignis, Daniel. Rechts hier oben. Mhm. Aber ich habe jetzt alle Geister, also brauchen wir nicht mehr. Au, oh, Gott. Alter! Ich bin gerade erst hier angekommen. Da muss ich direkt mal peitschen. Jawohl. Oh, so, das ist eine goldene Axt, Daniel. Ich sehe den nicht. Halt die Klappe, ich bin ja beinahe ein Stoffklon, ey. Also nicht du, Daniel, der komische Charakter da. Ja, ja. Steht nicht einfach so rum, wir wurden hier voll in den Hinterhalt gelockt, ey. Einer nach dem anderen. Müssen wir sogar befreien. Ah, lass mal zurück ins Zimmer. Hier sind noch, mehr Gegner. Ach, lass mal in einen Typen hier befreien. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Echt hervorragende Beobachtungsgabe. Hm. Ich kann dich schon von hier oben angreifen. Willst du mich mal peitschen sehen?
Guck mal, denn die können mich nicht angreifen. Ach, mach die fertig. Kann ich die von dir aus treffen? Doof. Doof. Ey, ich kann die jetzt nicht Doof. Erreichen. Hat dein Ultimate? Ja, ja. Ich probier die andere auch gleich mal aus. Kommt, meine Gespenster! Attacke! Krankhafte Zombies! Ja, ja, ich guck nur gerade. Ich denk nur, okay. Der Chance. Ich habe wieder die Ultimate gewechselt. Okay. Ich glaube, ich nehme diese Riesenpeitsche. Fällt mir am besten. Von alleine haben mein Skelett hier. Oh, da ist ein Hinterhalt hier oben. Komm mal her. Kommt, meine Geister. Das ist gut, wenn da zu viele Gegner sind hier. Ja. Entscheiden, welche Ultimate. Ich nehme die Peitschen. Steht nicht mehr so rum. Helft mir. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen in Charakter für mich. Nicht für meinen Charakter, aber für mich. Ah, hier ist noch was. Wutisch. Seid gesegnet. Wir sind ja auf dem retten müssen. Keine Ahnung. Keine Angst halt, wir sind schon fast da. Da kann man runter. Oh, da ist ein Boss, glaube ich, aufgetaucht in der Mitte. Ja, ein Totenkopf. Und zack. Macht schon ganz schön viel Schaden. Zauberstab, okay. Ich habe hier zwei goldene Schwerter. Daniel. Oh. Lass mal sehen. Den legen wir erstmal. Was hat andere Ding? Ich habe noch einen eingesammelt. Für wessen Klasse ist denn da Säbelerbe? Oh, nice. Ist das für dich? Was du gerade hinterlassen hast, war besser. Ja. Ich habe jetzt noch was hinterlassen. Na. Was für.
Ja, schon besser als dieses orange Schwert, was ich vorhin gesammelt hatte.